Wer ein Auto in den Markt bringen möchte, der muss über dessen Emissionen beim Fahren Auskunft geben. Wer ein Gebäude in den Markt bringen möchte, der muss über dessen Energieverbrauch in der Nutzungsphase Auskunft geben. Woher kommt dieser Unterschied? Er ist begründet in der Genesis der Energieeinspargesetze, die in der Folge der ersten und zweiten Ölpreiskrise erlassen wurden und deren Ziel es nicht war, umweltschädliche Emissionen, wie sie beim Verbrennen fossiler Energieträger entstehen, zu reduzieren, sondern deren explizit genanntes Ziel es war, sich von Lieferabhängigkeiten der Öl- und gasproduzierenden Länder unabhängiger zu machen. Durch diese jahrzehntelange Fokussierung auf den Energieverbrauch im Bauwesen war es möglich zu übersehen, dass das Bauschaffen quasi der weltweite Marktführer beim Emittieren klimaschädlicher Gase ist. Erst in den vergangenen Jahren ist hier ein Bewusstseinswandel eingetreten, der schließlich in der Fokussierung der Klimaschutzgesetze auf die Emissionen und nicht mehr auf den Energieverbrauch seinen Niederschlag fand.